Die Kleinigkeit, die noch fehlt, das ist die sogenannte Bilanzsumme. Die habe ich jetzt für beide Seiten gemacht. Zum einen habe ich alle Aktiva aufaddiert. Da bekomme ich hier einen stattlichen Betrag heraus. Das ist schon für einen Einzelunternehmer ein ziemlich stattlicher Betrag, über 200.000 Euro. Und auf der anderen Seite, ja, das sollte jetzt genau gleich sein. Wir haben 10.300 Euro als Fremdkapital. Das haben wir uns entweder bei der Bank geliehen, also diese 10.000 Euro hier, und wir haben noch Schulden gegenüber Lieferanten, sogenanntes Fremdkapital. Ja, wir hatten ja gesagt, Passiva, das ist alles, woraus die Aktiva finanziert werden. Wir müssen ja das Grüne hier, was ich hier grün gefärbt habe, finanzieren. Das haben wir einmal mit Hilfe von Krediten und Schulden finanziert, also dem Fremdkapital. Ja, jetzt brauchen wir noch das Gegenstück. Was ist der Rest? Das ist das sogenannte Eigenkapital. Und das ist eigentlich so definiert, das ist das Kapital, das ich in die Firma mitbringe, wenn ich sie gründe. Natürlich meine langjährige Buchhandlung und Goldschmiedewerkstatt, die tue ich nicht gründen. Oder die tue ich auch nicht jedes Jahr neu gründen. Nein, an dieser Stelle oder auch an diesem Punkt des Rechnungswesensstudiums, wenn man das also lernt, ist das eine abgeleitete Größe. Und zwar, die habe ich vorher schon ausgerechnet. Ich habe einfach die Differenz aus diesen beiden unterschiedlichen Größen gebildet. Ich habe die natürlich vorher schon ausgerechnet. So, das sind 211.850 Euro. Und dann sehen wir, die Bilanzsumme ist jetzt auf der Aktivseite und der Passivseite genau gleich. Und so soll es auch sein. Ja, was bedeutet es jetzt, dass das Eigenkapital auf der rechten Seite steht, also unter Passiva? Ich verrate euch so viel, das ist wie so eine Art Saldo. Das erinnert irgendwie ein bisschen an die Saldi unter den T-Konten. Und wir haben ja gelernt, ein Saldo, der auf der rechten Seite steht, unter haben, der ist gut. Ja, so ist es auch hier. Also ein Eigenkapital, das unter Passiv steht, auf der Passivseite steht, das ist gut. Und das kann ich jetzt auch grün machen. Ich nehme jetzt mal wieder ein bisschen anderes Grün, so eins, ja, damit wir es unterscheiden können. Also das ist gut so. Was bedeutet das? Ja, also ich habe relativ wenig Schulden und man stellt sich das auch so vor, angenommen, ich würde bankrott gehen. Ja, gehe ich nicht bei diesem Unternehmen, weil ich ein sehr hohes Eigenkapital habe. Sehr gute Eigenkapitalquote, was das ist, das werde ich in späteren Filmen erklären. Ja, also angenommen, ich würde jetzt bankrott gehen, ist die Fragestellung, wenn ich jetzt alle diese Vermögenswerte, die ich auf der Aktivseite habe, veräußern würde zum Buchpreis. Noch eine kleine Anmerkung, der Buchpreis hat nichts mit dem Marktwert zu tun, also mit dem Preis, den ich tatsächlich erzielen kann. Es kann ja sein, dass das Grundstück viel weniger wert ist oder die Büromöbel. Aber wir tun so, als ob wir das zu diesen Preisen hier, wie es in den Büchern steht, verkaufen würden. Kann ich damit alle Verbindlichkeiten, die ich habe, decken? Und da kann ich sagen, in diesem Fall eindeutig ja. Die Vermögenswerte übersteigen die Verbindlichkeiten und damit steht das Eigenkapital auf der Passivseite. Und das ist gut so. Leider ist es bei vielen Unternehmen umgekehrt, da steht das Eigenkapital unter der Aktivseite und das ist schlecht. Das heißt, ich kann, wenn ich das alles zum Buchwert verkaufen würde, meine Verbindlichkeiten nicht mehr decken. Also das ist, wenn die hier wesentlich größer werden. Ist in Prüfungssituationen nie so. Da sind alle Unternehmen vorbildlich. So soll man ein Unternehmen führen. Das Eigenkapital, das soll immer auf der Passivseite stehen. Das Aktivseite soll immer größer sein als die Passivseite. Das bedeutet das. Und noch eine kleine Anmerkung, also für spätere Filme. Das Eigenkapital habe ich jetzt hier einfach aus der Differenz zwischen Aktiva und Passiva gebildet. Das ist es am Anfang auch, aber später wird es noch untergliedert in mehrere Eigenkapitalkonten. Das wird noch eine Weile dauern, bis ich dazu komme. Jetzt bin ich ja erst beim fünften Film und das reicht auch für den Beginn. Oh. Ja, noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Hier wird eine sogenannte Buchhalternase noch eingeführt. Natürlich bei dem modernen Programm nicht mehr, aber die ist in vielen Übungsskripten drin.
Es ist einfach, um zu zeigen, dass hier nichts mehr hinkommt. Das hat man früher so gemacht, dass man das Ding auch nicht fälschen konnte. So. Und jetzt bin ich am Ende dieses Films. Ihr wisst jetzt, wie eine Bilanz entsteht, dass die aus den Bestandskonten entsteht. Ihr wisst, wie sie gegliedert ist. Ihr wisst jetzt auch, was Eigenkapital und Fremdkapital ist, vor allen Dingen, was Fremdkapital ist. Und ja. Bis demnächst beim sechsten Film.